Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Silent Hill Downpour. Ich bin immer noch keinen Schritt weiter, ich weiß nicht, wo es hingeht. Was haben wir denn hier? Nix. Ist immer gut. Nix ist immer super. Von nix kann man nie genug haben. Und dieser komische Wespen-Schwarm-Sound, der immer lauter. Oh, da liegt ein Toter, den habe ich letztes Mal gar nicht gesehen. Der hat ja einen Sack über den Kopf. Moment. War ich das letzte Mal in dieser Spalte? Bin mir nämlich nicht mehr sicher. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das letzte Mal hier nicht war. Gott, ist das stockfinster, hä? Oh, Presslufthammer. Das wäre eine gute Waffe. Ach doch, da geht's wieder zurück zum Anfang. Aber da kann ich ja nicht mehr durch, ne? Ich finde jetzt echt den Weg nicht mehr, wo ich hin soll. Ich habe die komische Höhle leer gepumpt. Und jetzt geht's nirgendwo weiter. Das nur wegen Verbandskasten und Pistolenmunition. Da drüben ist auch nichts. Der komische Fliegenschwarm da. Bah. Ansonsten bin ich wieder hier. Gut, dann gucke ich halt nochmal. Vielleicht habe ich irgendwo was übersehen. Da, wo die komische Trulla gelegen ist, dann kann ich ja nicht weiter. Da ist eine unsichtbare Wand. Unter diesem Danger-Schild, da darf ich nicht durch. Das ist nur ein Licht. Das sieht aus wie die Pumpe. Und hier kann ich nicht weiter. Hier geht nichts. Hier ist nur dieses Vorsichtsschild. Genau. Dann kann ich hier durch. Hier sind diese komischen Bretter. Aber da macht Murphy ja auch nichts. Also sagt, er wird überklettern oder so. Und hier lagen ja die zwei Items. Und sonst gibt es ja hier nichts. Also gehe ich in der Annahme, dass das hier falsch ist. Das ist die einzige logische Erklärung, was ich habe jetzt auf die Schnelle. Wo könnte es hier weitergehen? Wo geht's denn hier weiter? Wo? Ich kann nur noch hier nach oben gehen, ja? Und mich wieder mit der Pumpe spielen, aber... Das wird mir auch nichts bringen, theoretisch. Oder? Muss ich die Höhle wieder fluten, oder wie läuft das? Ach, ich habe da verschiedene Elemente, was ich habe. Ich habe einmal die Energie, die Pumpe und den Aufzug. Ich muss das so hinlegen, dass das Aufzuglicht aufleuchtet, oder? Das würde bedeuten... Jetzt läuft der Aufzug, da ist nämlich noch ein Wasserrad. Dann ergibt es natürlich Sinn, ne? Dann können wir das Rätsel natürlich auch lösen, wenn wir wissen, was wir tun müssen, ne? Aber das sagt einem auch keiner. Darf man, lass jetzt keine Monster kommen, weil ich bin unbewaffnet. Ah, oh, Gott sei Dank, ein Aufzug. Bring mich an die Oberfläche. Ich sag die Oberfläche. Nach oben, nicht nach unten. Ich glaube, der Aufzug... Spricht nicht Deutsch. What the fuck was da? What the fuck war das, wollte ich sagen. Okay, Murphy ist tot, das war Silent Hill.
Oder doch nicht. Ich hätte gerne mal eine Taschenlampe. Nimm doch dieses Ding damit. 40% Lebensenergie. Ich pfeife mir doch mal was rein. Ich habe 5 Stück. Fuck, was war das schon wieder? Überall diese Kackgeräusche, ich sag's euch. Gut, ich bin jetzt unten im Minenstollen, oder? Ja. Da ist eine Minenlore, ich bin unten im Minenstollen. Hey, was haben wir denn hier? Yeah, ein Stock oder was das ist? Ein Stück Holz zu verteidigen, yay. Ich habe aus Versehen Medikit benutzt. Ah! Alte! Haust du ab! Nerviges kleines Etwas, du! Schlage ich dich halt so mit nackten Händen, ist mir egal. Kann ich halt nicht blocken, ne? Blöde Kuh! Vielleicht intelligent, wenn ich mir den Stein mitnehme, oder? Nimm doch mal den Stein. Ja, damit kann ich zuschlagen, das ist gut. Okay, irgendjemand hat geschrien, bleib weg vor mir, wie immer das war. Ich hätte gerne wieder eine Taschenlampe. Ich muss jetzt aber nicht mit dem Ding fahren, oder? Ah, Gott sei Dank, ich muss es nur verschieben. Ich dachte schon, ich gehe jetzt auf eine Loan-Rundfahrt oder so. Das wäre ein bisschen heftig. Zugtour durch die Minen. In den früheren Zeiten des Devil's Pit wurden Minenwagen als Transportmittel für Materialien beim Abbau verwendet. Die Minenwagen führen auf Stahlgleisen und wurden anfangs von Tieren oder Menschen gezogen und geschoben. Später wurden dafür Motoren verwendet. Aufgrund der, wenn man es lesen könnte, der Abschüssigkeit und den Winkeln, Neigungen und Gefällen der Tunnel im Devil's Pit war es nicht zu vermeiden, dass die Gleise scharfe, riskante und oft auch tödliche Kurven enthielten. Die Leute, die in den Minen arbeiten, wurden gewarnt, so wenig wie möglich selbst in den Wagen zu fahren, da die Todesrate bei solchen Fahrten bei 100% lag, okay? Im Klartext bedeutet das, dass jeder vierte von 10 Minenarbeitern, der in solch einen Minenwagen fuhr, ums Leben kam. Ach, 40% heißt das, nicht 100%. Wow, da hätten sie die Auflösung ein bisschen höher schreiben können für die Texte, oder? Ein bisschen gar minder. Blöder Stromkasten. Schreckt mich nicht so. Warum höre ich da Baby lachen? Ich bin creepy as fuck hier unten. Ne? Ich habe einen Stein, ich werde ihn benutzen. 8 Kinder sterben bei Zugunfall im Devil's Pit. Ah, sind diese Grabkerzen oben doch denen gewidmet. Bei einer Tragödie in Silent Hill starben gestern 8 Kinder, als ihre Tourbahn in den Minen des Devil's Pit entgleiste. Zeugen berichten, dass J.P. Sater, den Bahnführer, zum Zeitpunkt des Unfalls sichtbar betrunken war und Unaufmerksamkeit seitens zur Entgleisung geführt haben könnte. Moment, J.P., das war doch der Typ von oben, den wir gesehen haben, oder? Der die Münzen reingeworfen hat in die Devil's Pit. Der Bahnführer war betrunken, sagte Philip Menton, ein Tourist aus Chicago. Er war allen gegenüber aggressiv, sogar bei den Kindern. Der hätte auf keinen Fall irgendwelche Geräte bedienen dürfen.
Wir haben gerade erst mit den Ermittlungen in diesem furchtbaren Unfall begonnen und es ist zu früh, Spekulationen anzustellen, berichtete Detektiv Edward Rogers diesen Morgen den Reportern. Sie können sicher sein, dass wir mit allen verfügbaren Kräften an der Aufklärung arbeiten. Die Tourismusbehörde von Silent Hill hat jeglichen Betrieb im Devil's Pit auf unbestimmte Zeit eingestellt und folgende Mitteilung veröffentlicht. Wir sind tief betroffen von dem furchtbaren Unfall, in den eine Bahn unsere Einrichtung, verwickelt war, und wir versprechen in Bezug auf die Untersuchung vollständig mit den Behörden zusammenzuarbeiten. Okay. Musst du immer alles so scheppern und tun? Ja, Murphy sagt's auch gerade, das ist der Typ von draußen. Der hat die Kinder auf dem Gewissen, der Sack. Oh, was haben wir denn hier? Ein Stock. Ey, holla die Walfi, bin ich jetzt erschrocken. Der fällt einfach um. Ich will hier nicht mehr sein, ich will wieder nach draußen. Alles so dunkel und eng und dunkel und... What the fuu? Was ist denn du für ein Ding? Ja genau, mit dir lege ich mich jetzt nicht an. Tschüss! Bis die Tage. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe, aber ich laufe einfach. Fuck, das ist eine Leiter. Fuck, ich komme da nicht rein. Fuck, was bist denn du? Geh weg von mir! Blödes Dingens, du! Ich weiß nicht mal, wo er ist. Über mir ist er. Hi! Au. Oh. Ja. Ich finde das Kampfsystem so schrecklich in dem Spiel. Aber wirklich ekelhaft. Hat das Scheißvieh wieder ab, hä? Supi. Kann ich denn da hin? Nirgends. Muss ich das Vieh töten, das weitergeht oder was? Komm zurück! Nee, geh weg! Ich hab's mir alles überlegt. Das ist so... mit dem scheiß Blocken. Steuerung ist total vermurkst. Ja, supi. Bin ich tot, oder? Ja. Das Kampfsystem ist echt kacke in dem Spiel. Das ist wirklich zu, wie soll ich sagen, zu schwammig, zu flüssig irgendwie. Mit diesem, du musst selber blocken und so. Ich weiß nicht. Gab es in den anderen Teilen auch, oder hattest du wenigstens einen Lock-on? Dass du sagen kannst, ja, ich kann mich auf das Vieh konzentrieren. Du musst ihn steuern und musst die anderen steuern. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Really? Get away from me! Ach komm, jetzt kann ich das nicht bewegen, weil da die blöde Trulla noch da ist. Sehe ich wieder nichts. Was bringt mir eine Blocktaste, wenn ich nicht blocken kann, wenn ich keine Waffe in der Hand habe? Was ist denn das für ein Mist? Ja, schlagen. Ja, ist okay. Ja, ich hab's verstanden. Ja, geh weg von mir. Ist ja okay. Blöde Dorftruller, hä? Was die Kombos reinbatzen in mich, hä? Das ist ja nicht mehr feierlich. Ich glaube, ich sehe schon wieder auf dem Rücken.
Mich killt ja schon ein Gegner in dem Scheißspiel, hey, hallo? Alter, das ist doch nicht mehr feierlich. Kannst doch nicht weglaufen. Fick dich. Meine Fresse, das kann doch nicht sein. Irgendwo gibt es Waffen oder sowas? Nimm den scheiß Stein. Ja, jetzt scheiße sie wieder. Hä? Geht's noch? Das sind fucking Standardfeinde, hallo? Würdest du vielleicht mal sterben? Wie viele Schläge brauchten die? Blöde Bitche. Ich hoffe, es schmeckt. Meine Fresse. Das ist ja echt absurd. Ich würde nichts sagen, wenn ich mal eine einigermaßen brauchbare Waffe finden würde oder so. So, pff, nix. Stöcke. Stöcke sind super. Genau, jetzt gehe ich da runter. Jetzt kommt dann wieder dieses fette Vieh, wo ich nicht weiß, wie ich es töten soll. Ja, das habe ich schon gelesen, das kenne ich schon. Das ist ein Mann außerhalb. Gibt's hier nichts Brauchbares? Ein Schwert oder so, ein Revolver oder keine Ahnung. Nix. Ein bisschen längeres Stück Holz. Das hilft mir sehr weiter. Fuck. Nein, du sollst es nicht werfen, du Depp! Du sollst laufen. Ach, ich habe eine Lock-on-Taste. Gut, dass ich das auch mal erfahre. Ja, du stehst auf dem Gelände. Wie soll ich den treffen, bitte? Kann mir das irgendjemand erzählen, wie ich den treffen soll? Komm, leck mich am Arsch, ey. Stell dich hinten an. Tschüss. Gott, sind das Kackviecher, hey, das gibt's ja echt nicht. Jetzt mit meiner Gesundheit. Ah, 56%. Durch? Nee. Natürlich jetzt schön, dass ich blind laufen muss, ne? Ich hoffe mal, das Scheißvieh kommt mir nicht nach. Fahr. Fahr einfach. Mir egal wohin, fahr einfach. Weg von dem Vieh. Ja, die Feinde sind schon ein bisschen unfair gemacht teilweise mit diesen langen Kombos, was die können. Und das Vieh kommt runter, schlägt zweimal, das was du blocken musst, dann haut's gleich wieder ab, dass du ja nicht schlagen kannst und so. Ist schon gut, Silent, ist schon gut. Wir werden keine Freunde, ich merke schon. Hey, ich bin wieder oben. It's just you. What are you doing, JP? You know, enjoying the view. You know, they say if you were to put the Empire State Building in here, wouldn't even reach halfway to the top of this place. Seems like a dangerous place to be sightseeing. You know, none of those things they said about me are true. The papers and stuff, people around town,
My lawyers, they said it was just circumstantial evidence and whatnot. That's what I kept telling them. Yeah, I read all about it. Those newspaper men are goddamn fucking liars. Relax, man. We're just talking here. What happened? That was an accident. I didn't mean to hurt nobody. I didn't murder nobody. Murder's a mortal sin. You go to hell for murder. Ain't that right, Murphy? Surely your mama taught you about what's right and what's wrong. Those kids had parents that might disagree with you. The paper mentioned negligence. It was an accident! You were completely hammered. There were witnesses. And how about you, Murphy? Someone know all your dirty little secrets? I never hurt anybody that didn't deserve it. And I sure as hell never hurt any kids. I wouldn't be able to live with myself. You call this living? Can you imagine what that's like, Murphy? Living all your life inside someone else's lie? Can you? Listen to us talk. As if anybody out there gives a damn. When we're the ones who decide if we can live with what we've done. Trösten oder verspotten? Na, ich tröste mal. Wait. What do you mean? Just wait a second. Be seeing you around, Murphy. No. Wow, Murphy ist echt gut im Trösten von Leuten. Kann man echt nichts sagen, der ist wirklich top, der Mann. Aber liebe Leute, wie es weitergeht. Bei Silent Hill Downpour, das erfahren wir in der nächsten Folge. Naja, er ist nicht wirklich gesprungen, er hat sich einfach fallen lassen, das ist ein Unterschied. Liebe Leute, nächste Folge geht's weiter, da steht schon wieder so ein komischer Rollstuhl, warum eigentlich? Wenn es euch gefallen hat, gebt der Folge doch einen Daumen, schreibt einen Kommentar, ich bin euer Zack und ich sage mir immer, stay tuned and so long.